So, jetzt war es Samstag, 9.20 Uhr und heute nehmen wir euch mal mit zu so einem typischen Eisdipping-Tag von uns jeden Samstag. Oder meistens jeden Samstag gehen wir dorthin. Das nennt sich die Eisdippers und das ist eine Gruppe, wo man zusammen ins kalte Wasser geht, solange es noch kalt ist. Und mittlerweile ist es gefroren und jetzt müssen wir noch kurz eine Matte holen, damit wir uns da Wim Hof Cooling machen können. Und hier gehen wir zu Philips. Und hier kann man nämlich diese Matten holen, die wir brauchen. Das gefällt mir dir gerade am besten an. Die ist sogar besser dann, ne? 6 Euro. Reicht eine aus wahrscheinlich, das, ne? Ja. Weil wir machen ja immer die Wim Hof Breathing-Technik. Dazu wollen wir gleich noch was am Auto sagen. Was es genau ist, warum wir das machen und ja. Aber das Wichtigste ist, dass wir jetzt los müssen, dass wir nicht zu spät kommen. Vielleicht beschlagen sich gerade die Kamera, aber wird wahrscheinlich gleich auch weg gegen die Beschlagheit. Ja Leute, dann bis gleich. Peace. So, jetzt haben wir alles am Start. Jetzt gleich mal, jetzt geht die Kamera wieder. Jetzt wieder entschlagen, die Linse meine ich. Das Gute ist, von uns aus brauchen wir nur so 15 bis 20 Minuten hier noch Verkehr. Und ich finde es gut, dass solche Gruppen existieren. Eisdippers ist quasi eine Vereinigung, die kostenlos anbietet, dass man vor Ort mit denen zusammen, was heißt kostenlos, es gibt einen Leader vor Ort, der macht das Ganze kostenlos und leitet die Gruppe an, begleitet sie. Zum Beispiel bei der Atemtechnik und bei unserer Gruppe ist das auch Rettungsschwimmer. Das heißt, wenn jemand nicht mehr rauskommt aus dem Wasser, würde er ihn rausholen und für die Sicherheit sorgen. Und nimmt auch Matten mit für Leute, die noch keine eigene Matte haben, dass man da auch Wim Hof machen kann. Und passt halt so ein bisschen auf, macht Fotos für die Leute, falls sie wollen. Und davon gibt es 4 Orte in Berlin. Und wir sind in dem Ort Schlachtensee Krumme Lanke. Und ja, aber das meiste ist immer am Schlachtensee. Ja, jetzt fahren wir erstmal los und dann können wir ja noch ein bisschen labern oder du laberst du noch ein bisschen rein. Also dadurch, dass uns Hypnose sehr wichtig ist, sind wir auch indirekt dann auf die Wim Hof Methode gestoßen. Es ist so, dass man bei sehr vielen Meditationstechniken sieht, dass die Atmung eine der Hauptbestandteile sind, gerade im Yoga, weil die Atmung, wenn man sich bewusst auf die Atmung konzentriert, unterbewusste Prozesse ankurbelt und kontrollieren kann. Es ist quasi eine geführte Art der Hypnose, aber es ist nichts anderes, außer mit Hypnose zu erklären. Und das ist alles verwandt, Meditation, Hypnose. Art, eine Hypnose, ohne dass man darüber nachdenkt, dass es Hypnose ist quasi. Und das Besondere bei der Wim Hof Atemmethode ist eigentlich nur, dass in Wahrheit gibt es in ganz vielen Meditationstechniken, nur er hat wirklich nochmal eine ganz einfache Anleitung dazu, motiviert die Leute. Und die Atemmethode ist immer auch in Verbindung mit dem mentalen Aspekt, dass man etwas bewirkt, dass man sich auf etwas konzentriert und fokussiert. Erst dann geht das Ganze auf. Also wir machen zum Beispiel jeden Tag Wim Hof, weil die Wim Hof Methode selbst bringt einfach ein gutes Gefühl einfach, um auch durch, weiß ich, zum Beispiel, wir machen auch viel Kaltakquise und so, man müssen uns oft Problem stellen und das Ganze gibt dir so einen Kick, als ob du so ein bisschen wie auf Droge bist und gibt dir so die Kraft, die du brauchst und nicht nur eben für eben Sachen, die dich im Alltag überwinden wie Kaltakquise, sondern auch für, um ins kalte Wasser zu gehen. Genau, und wir sind halt immer von unseren äußeren Umgebungen sind wir halt mehr oder weniger ein Opfer, die meisten Leute jedenfalls. Ich kenne Leute, die gehen im Winter gar nicht raus, von Auto zu Auto, von warmem Ort zu warmem Ort und dann mal ganz schnell husch husch in die Wärme, ne? Und können sozusagen ihr Leben gar nicht mehr genießen, sobald die äußeren Einflüsse sich verändern. Wie traurig so, ne? Und dabei kann der Körper alles Mögliche, der kann Minusgrade ohne Probleme aushalten. Man muss es nur trainieren und man muss auch wieder trainieren, die Kontrolle über den Herzschlag, über den Blutfluss, über alles Mögliche zurückzuerlangen, weil dann ist es auch gar kein Problem mehr. Was bedeutet das für die Leute, die gerne frieren, dass du gar nicht mehr frierst? Das Gefühl von Frieren verschwindet, dein Körper heizt auf und dir ist auch bei Minusgraden warm, weil du deinen Blutfluss kontrollieren kannst, dein Körper für dich arbeitet und du dich wirklich gut fühlst. Das ist nicht mehr so, dass du wie so eine, weiß ich, eine
dauerhaft frieren musst, wenn du rausgehst und irgendwie die ganze Zeit rumheulst. Im Gegenteil, du fühlst dich geil und kriegst Energie. So, ne? Und grundsätzlich ist es ja auch nur ein kleiner Teil, um sich selbst zu beweisen, dass man die Kontrolle über seinen Körper hat. Deswegen machen wir immer wieder Eisbaden, um das zu trainieren, die Connection zwischen dem Körper und sozusagen deinem Geist, deinem Mindset und alles Mögliche. Aber was kann man noch machen, um das zu üben vielleicht? Das ist sozusagen nur von der Grundtendenz etwas. Wenn du das kannst, dann kannst du dich auch mit tausend anderen Sachen beschäftigen, die du überwinden kannst. Kannst du Ängste überwinden und so weiter. Aber wenn du es nicht mal schaffst, so eine einfache Sache zu überwinden, dann frage ich mich schon, wie willst du anderen Herausforderungen im Leben begegnen? Und deshalb ist es bei uns wie so ein Muskel, den wir immer wieder trainieren, aus der Komfortzone heraus, den Körper in die pure Realität reißen und ihn dann kontrollieren. Genau. Und wir haben halt damals angefangen mit Kaltduschen. Und ich finde, Kaltduschen ist unter gewissen Umständen immer noch schwieriger als Kaltbaden, finde ich persönlich ab und zu. Weil meistens fange ich mit dem Kopf an und den Kopf, den hat man wirklich selten unter Wasser. Mittlerweile dippen wir mal kurz ein, wenn wir Bock haben. Aber das ist nochmal eine andere Art von Kälte. Und wenn man das jeden Tag trainiert, dann merkt man einfach, dass man klarer wird, dass man wacher wird morgens, um den Tag zu starten. Und diese dauerhafte Aussetzung von Kälte, die hat halt einen Benefit, weil du hast kleine Muskeln, also über den Wehen, die man trainieren kann, die man sonst nicht sieht, wo quasi deine Wehenkontraktion sich öffnen kann und schließen kann. Und wenn du da gut trainiert bist, dann öffnen sich deine Wehen ganz, öffnen die sich, sodass du quasi einen entspannteren Blutdurchfluss hast und all deine Organe und alles Mögliche halt richtig durchblutet wird, sodass du halt nicht mehr frierst. Schockartig quasi. Du trainierst diesen Muskel und dieser Muskel, desto besser er trainiert ist, bleibt es auch relativ lange. Natürlich musst du es immer wieder regelmäßig mal machen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es dir leichter fällt, auch wenn du mal eine kurze Pause gemacht hast. Überleg mal nach, wie oft im Alltag denkt ihr über eure Atmung, denkt ihr über einen Herzschlag nach? Wahrscheinlich zu 99% nie. Ja, das ist immer nur, wenn ihr bewusst auf euren Körper achtet und mal schaut, okay, wie atme ich, dann habt ihr erstmal überhaupt ein Bewusstsein für eure Atmung. Und dann geht es darum, die so zu kontrollieren, denn die Atmung ist der Ursprung von fast allen chemischen Prozessen. Je nachdem, was für eine Atmung ich durchführe, kann ich Noradrenalin, kann ich so viele verschiedene chemische Stoffe sozusagen im Körper bewusst bilden, was sonst unterbewusst geschehen würde. Aber ihr könnt euch selber mal an eine Situation zurückerinnern, wo ihr einen Schock wart, wo Adrenalin durch euer Körper geströmt ist. Dann kennt ihr das auch, dann habt ihr eine ganz schnelle und tiefe Atmung. Sie geht meistens so. Das ist quasi das, womit ihr automatisch und unterbewusst dieses Adrenalin auslöst. Es wird auch Hyperventilation unter anderem genannt, oder es ist eine Art der Hyperventilation. Das sättigt dein Blutkreislauf mit mehr Sauerstoff, wird angereichert dadurch. Dadurch wird man auch so ein bisschen dizzy. Also man merkt halt schon, dass man so ein bisschen Gleichgewichtsstörung hat. Und wenn es richtig gut wirkt, dann kannst du auch sehr, sehr lange deine Luft anhalten. Also wir haben schon easy geschafft, wenn man merkt, ja, man spürt es ja, wenn der ganze Körper kribbelt, dann weißt du hast es geschafft. Dann kannst du bis zu 4 und 5 Minuten, ohne nachzudenken, es macht fast schon Angst, deine Luft anhalten, ohne dass es anstrengend ist. Und dann denkst du auch, oh, krass, ich müsste irgendwann atmen. So, ne? Nicht, weil du es musst, aber weil es dir komisch vorkommt, weil du normalerweise ja nicht einfach 5 Minuten, ohne dass du dich zwingst, deine Luft anhalten kannst. Ne? Ja, und ansonsten ist es halt so, dass wir aktuell wachsen im Schlachtensee, unsere Gruppe. Das heißt, wir werden auch immer mal größer und es sind wirklich alle Altersklassen vertreten. Ne? Von jung bis alt so. Ne? Und das ist das Gute. Also, genau. Und die älteren Leute halten zum Teil genauso lange durch wie die Jungen. Es ist wirklich nur eine Sache der Kontrolle und des Minds wieder aufzubauen. Im Gegenteil, ältere Leute haben meist dann auch mehr Training. Je nachdem, wann sie natürlich begonnen haben. So. Aber die Leute... Wichtig ist immer zu realisieren, ihr könnt alles schaffen, wenn euer Geist mit eurem Körper zusammenspielt. So, das ist alles ist möglich. So, der Wim Hof, der hat mit dieser Atemmethode als Ursprung, hat er etliche Weltrekorde aufgestellt. Ja, müsst ihr euch vorstellen. Der Typ, wenn ihr euch ihn anguckt, ist einfach ein kleiner, zierlicher Typ. Ja, der sieht nicht besonders aus, aber der hat alles wirklich geschafft, weil er es wollte. Weil er diese Methode angewendet hat, die ist automatisch entstanden bei ihm sozusagen aus einer depressiven Phase, nachdem seine Frau gestorben ist. Das heißt, auch für Leute, die depressiv sind, ist das eigentlich mehr oder weniger, also du kannst nicht mehr depressiv sein, wenn du Kaltbaden machst. Weil du wirst aus deinem Alltag gerissen, egal was ist, egal welche Sorgen du hast. Wenn du im kalten Wasser bist, dann bist du hier, im Hier und Jetzt. Weil du musst überleben, du kehrst automatisch zu dir zurück, ansonsten würdest du sterben im Wasser. Und das ist wie so ein Reset. Du wirst zurückgeholt
aus der Vergangenheit. Du lebst im Moment. Ins ja. Jetzt. Und das ist das, was viele Leute auch brauchen, weil die leben einfach Tag für Tag an dem ganzen Leben vorbei, sozusagen. Die leben ihr Leben nicht richtig und das bringt dich einfach wieder zurück, dass sie überhaupt wissen, wie fühlt es sich an, im Moment zu sein. Ja? Leute, ihr freut euch auf den Winter endlich. Ihr wollt, wenn es mal kalt ist, weil ihr es dann nutzen könnt für euch, um euch weiterzubringen, um eure Grenzen in die letztendlich zu testen. Man muss sagen, es ist ein langsamer Prozess. Natürlich ist es nicht so, ihr geht einmal kalt baden und euch ist nie wieder kalt. Wenn es richtig kalt draußen ist, dann frieren wir natürlich auch irgendwann wieder. Aber die Toleranz, die geht so krass nach unten, dass man, sag ich mal, sich bei 0 Grad normalerweise schon richtig gut fühlt. Ne? Klar, bei minus 10 Grad irgendwann. Ne? Aber das ist im Verhältnis zu anderen Leuten, die es nicht gewohnt sind, dauert es so viel länger. Und auch grundsätzlich hat man ein ganz anderes Verhältnis zur Kälte. So. Es bringt einen eigentlich nie aus dem Konzept, wenn es mal ein bisschen kühler ist und man mal eine Jacke vergessen hat. So. Das heißt, es bringt nur Vorteile, wenn man das macht, die Technik, die machen wir auch im Sommer, die machen wir zu jeder Zeit. Aber besonders, wie Janik meinte, sei nicht Opfer deiner äußeren Umstände, sondern mach jede deine äußeren Umstände zu deinem Vorteil. Und somit wird der Winter auch zu deinem Vorteil und du nutzt es, um voranzukommen. Nicht um zu meckern und zu sagen, oh, kalt, alles ist scheiße, alles langweilig. Im Gegenteil, nein, wie geil, ich kann meine neuen Grenzen wieder austesten und ein Stückchen weiter letztendlich wachsen an meiner Stärke, an meinen Herausforderungen. Und das macht es doch lebenswert, das Ganze, weil man freut sich auch dann umso mehr auf die Wärme. Wenn man diesen Kontrast immer hat zwischen eben dem Warm und Kalt, das ist immer was Positives. Sonst würde man es auch nicht wertschätzen, wenn du dauerhaft dein Leben immer im Auto mit Klimaanlage perfekt deine 25 Grad hast, lebst du dann noch? Also Leben kann man ja nur, indem man diese Kontraste, indem man Niederlagen erfährt, indem man Gewinne macht und so weiter. Das ist ja immer ein Hoch und Ab. Was ich feststelle, ist, dass die meisten Leute, und das ist grundsätzlich immer das größte Problem, daran denken ist viel schlimmer, als es zu machen. Ja, das ist wie jeder Schmerz. Angst vor Schmerz zu haben, Angst vor Kälte zu haben. Wenn man es macht, dann ist es so, der Körper reagiert drauf und dann ist es vorbei und dann freut man sich. Aber darüber nachzudenken, oh nein, und es ist so schlimm und so kalt, das ist das Schlimme. Das merkt ihr auch immer, dass immer euer Verstand euch von allem abhält, weil er alles überdenkt. Und wenn es soweit ist, dann ist es einfach passiert, dann freut ihr euch danach. Und das ist so wie mit allem hinter dem Leben, da wo ihr glaubt, dass der Schmerz ist, dahinter ist immer die Freude. Und ich kann nur sagen, gerade hilft auch die Wim Hof Technik, schaltet einfach mal euren Verstand aus und macht einfach und dann fühlt ihr euch auch wieder lebendig. Gut, ich würde sagen, jetzt bereiten wir uns aber auch langsam mental ein bisschen vor, hören ein bisschen Musik und nehmen euch dann mit, wenn wir vor Ort sind. Oder willst du noch was sagen? Das reicht eigentlich. So Leute, jetzt sind wir angekommen am Schlachtensee. Und wie wir schon sehen von Weitem, ist Philipp, der Eisdip-Leader von Schlachtensee, schon mal equipped mit seiner Watthose, damit wir das Eis nämlich klein kriegen. Denn es ist zwar jetzt schon wieder plus 1 Grad, aber gestern war es bis minus 1 Grad oder die letzten Tage, sodass das Eis immer noch gefroren ist und das Wasser immer noch gleich kalt. Das ist gut am Wasser. Das brauchen wir ein bisschen, damit es kälter wird. Und ja, so ist es, Leute. Jetzt laufen wir hin. Na, alle fit? Moin. Ja, schlechte Laune, weil es doch wieder, also so. Morgen. 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 Aber es gibt noch Eis, oder? Ich hoffe, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ein bisschen wahrscheinlich mehr so das gibt. Ich habe noch eine große Pfeile im Auto. Das reicht. Ja. Reicht aus. Also jetzt wieder 1 Grad, aber es war so lange ein bisschen kühler. Ja, ja, also es hat eigentlich herausgegangen, aber ich habe es in der Woche nicht geschafft, das so viel zu tun. Ja. Und dementsprechend. Ja, Leute, deswegen, es gibt keine Ausrede. Wir alle haben irgendwie einen Job und machen irgendwas und trotzdem schaffen wir es, uns hier zu versammeln. Ich werde dafür ja auch nicht bezahlt. Also kommt einfach mal vorbei. Ihr werdet merken, es gibt euch immer einen Kick im Leben. Und wenn ihr das schon nicht könnt, wie wollt ihr euch anderen Herausforderungen stellen, ne? That's it, mate. Aber nächste Woche wird es mal richtig schön kalt. Ja, cool. Ja, wir sind halt wirklich die Verrückten, die sich immer freuen, wenn es kalt wird. Und andere Leute freuen da rum, ne? Passt euch eure Umgebung an, nicht die Umgebung an euch. Dann haben wir eine geile Social Media Aufnahme. Ja, ich bin vor ein paar Tagen, als ich das hier gebrochen habe. Da reingebrochen. Okay. Ich hatte keine Latschen dabei, bin mit Schwimmern dann drauf und dann eingebrochen. Hast du dich verletzt oder? Nee, nur so an der Hand ein bisschen aufgekratzt, aber das hat sich ersetzt. Aber die Schuhe waren nass. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also der Witz ist, Leute, vorne liegt ein bisschen Eis und direkt dahinter keins mehr. Ich brauche die Schutzbrille.
Also wie ein Pinguin alles leiden und dann hinten rein, ne? Ja, da vorne, das ist doch alles noch Eis, oder? Da ist ja ein bisschen Wasser drauf. Kann sein, das ist noch Eis. Guck mal, stimmt, Digga, das ist noch Eis. Eisstücke drauf. Toll. Okay, Leute. Dann haben wir doch Glück, dann scheint es doch noch alles Eis zu sein, das wirklich nur, weil es geregnet hat. Da ist ein zweiter See auf dem Eis entstanden. Das hätte mich auch gewundert, sage ich mal. Heute wird gekuschelt. Also willst du jetzt kurz Drohne machen? Ich mache erstmal. Dann haben wir immerhin nochmal Drohnenaufnahmen. Ein paar Drohnenaufnahmen hier mit der neuen Mini 3. Soll ich es halten oder? Jetzt noch das Mittelteil so, ich muss gehen. Ja, vor zwei Jahren hatten wir noch die Mini 2, jetzt haben wir die Mini 3. Mal gucken, ob das bessere Aufnahmen macht. Dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja. Ja, sind schon ein paar Leute da auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Das Wasser wird auf jeden Fall noch kalt sein heute. Insofern haben wir auf jeden Fall Glück gehabt und wir hoffen mal, dass es nächste Woche auch noch mal ein paar Minusgrade gibt, dass wir noch ein bisschen Schnee oder so haben und ja. So Leute, dann nehmen wir euch später mit, wenn wir die Woman Proving Technik machen und dann bis später wieder. So, den ersten Mutigen hatten wir schon, das ist das Wasser getraut hat, das Eis. Ja Leute, es sieht doch echt noch dicker aus als erwartet, das Eis. Philipp kämpft sich hier durch. Und ja. Nice. Je dirais ça suffit, non? So, es kriegen wir noch Unterstützung. So, Leute, also. Wir landen jetzt die Drohne, es hat schon gereicht für ein paar Shots. Und dann machen wir gleich die Proving-Technik mit den ganzen Leuten. Es sind doch schon wieder ein paar mehr. Locker so 30, 40 Leute. Und ja. So Leute, Philipp kommt voran. Auf jeden Fall schon mal ein paar Meter weiter. Aber es sieht doch anstrengender aus als gedacht. Ihr könnt es ja sehen, wie schwer es ist, sich da durchzubrechen. Also wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Platz, weil wir sind schon ein paar Leute, die ihr sehen könnt. Dadurch brauchen wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze frei genug ist, damit wir auch da alle reinpassen.
Und Philipp hatte mitgedacht, weil er hat sich schon seit letztem Jahr diese Watthose geholt. Die hält einen relativ warm, weil wenn man jetzt einfach so reingehen würde, dann würde man direkt schon unterkühlen und könnte dann später nicht mit rein ins Wasser. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehrere von diesen Watthosen zu holen, damit man da auch wirklich das Eis komplett freikriegt. Ja, Leute. Schau mal, ob ich irgendwo ein Foto davon habe. So, Leute, echt eine Menge Leute jetzt. Ja, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, wenn wir alle gleichzeitig vielleicht müssen wir in mehreren Runden gehen, so viel Platz haben wir gar nicht. Und dementsprechend bereiten wir uns darauf vor, ja Leute, wahrscheinlich muss ich auch gleich nochmal reinspringen und ein bisschen das Loch größer machen, damit wir alle gleichzeitig reinpassen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich mich einfach mit Philipp gleich abwechseln. Ah nee, und ich werde die Wim Hof Brewing Technik jetzt nicht mitmachen. Brauche ich auch nicht, weil ich bin abgehärtet genug. Aber grundsätzlich würde ich jedem immer empfehlen, der ins Wasser reingeht, auch die Wim Hof Brewing Technik zu machen. Weil gerade am Anfang, wenn man auf mich die Kälte gewöhnt ist, hilft es einem auf jeden Fall, ein paar Minuten länger drin zu bleiben. Total teuer, aber das Beste, insofern, Leute, wir haben 10 Jahre gebraucht. Aber wir sind auf jeden Fall schon bestimmt über 50 Leute jetzt. Also es wird schon echt voll hier. So, so sieht das aus, wenn wir jetzt die Prüfungstechnik alle zusammen machen. Ich kann es heute nicht machen, weil wir haben nur so eine Matte und ich kann ja ein bisschen im Liegen machen oder im Schneidersitz. Aber hier ist alles nass und ich kann mich jetzt hier normal einsetzen. Deswegen ist es sehr schwer. Ich komme ja nicht so tief in die Prüfungstechnik in so einer Position hier. Aber beim nächsten Mal. Wir haben auf jeden Fall immer noch Leute oder fleißige Helfer, die hier gerade das Eis frei machen. Vielleicht passen ja die meisten rein, wir werden die zweite Runde erst machen, dass die ersten Leute erstmal schon rein können und wir werden ganz entspannt die zweite Runde mitmachen, damit wir auch ein bisschen länger drin bleiben können. Und ja, Leute. Peace. So Leute, jetzt steuern wir gleich nochmal die Drohne, wo wir jetzt in die zweite Drohne reingehen werden. Und das ist die Dicke hier. Der Eisschicht. Starting with your fingers and your toes. Let your breathing normalize. Im Vergleich zu meiner Hand. If you like this guided breathing session, you get more. We got a free app. Also hier ist schon sehr dick, die Schicht noch auf jeden Fall. Das heißt, das Wasser wird auch noch ordentlich kalt sein. So Leute, jetzt gehen wir ins Wasser rein. Und jetzt seht ihr schon, das ist ziemlich voll. Also wahrscheinlich müssen uns zwei oder sogar drei Gruppen bilden, damit das Ganze aufgeht heute. Und ja. Wir starten jetzt nochmal die Drohne, dann nutzen wir das, wenn wir jetzt oder so erste Runde nicht reingehen. Und werden die jetzt erstmal von oben nochmal loslassen. Und ja. Beim nächsten Mal hole ich mir auch eine Watthose und helfe damit, aber es macht ja keinen Sinn. Ohne Watthose ist man direkt unterkühlt und kann ja nicht mehr rein. Aber es ist schon sehr voll und das, ich würde sagen, nicht mal die Hälfte ist drin. Also heute sind wahrscheinlich über 50, wenn nicht sogar 60 Leute. Und ihr seht es ja hier. So Leute, es geht rein. It's water. Oh,
Ich hab die Profis. Viel Spaß. Ja, ich weiß Ja, die Minute. Also die erste Minute ist die schlimme. Dann, ja, dann, ja. Ja, so, los geht's. Dann, ja. Jetzt. Ja. 2 Minuten. Das erste Mal. Ja. Heute war auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger. Es ist immer der Mut abhängig, wie man drauf ist. So, ab und zu kann man halt länger, ab und zu halt nicht. Aber es war schon mal super so. So, jetzt laufe ich immer ein bisschen, um mich wieder aufzuwärmen, die Durchblutung anzuregen. Und dann merkt man immer, der Körper wird dann gleich aufgewärmt, die Füße werden aufgewärmt. Wenn ich dann wieder auf Temperatur bin, dann ziehe ich mich erst um und trockne mich erst ab. Jetzt merke ich schon, wie der Körper wärmt, die Durchblutung angeregt wird. Jetzt sieht auch, ich bin leicht rot. Meine Hände sind schon leicht rot. Ja. Und wie war's? Ja, super. Durch das ich gestern trainieren war, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen immer, merke ich mir am Training, ein bisschen schwieriger. Die Hände sind ein bisschen kühler, aber es fühlt sich nice an. So 2 Grad, schon mal eine gute Temperatur. Die Hände und die Füße ist immer das, wo man am meisten kämpft, aber ab und zu ist halt Tagesform abhängig, ist es dann natürlich auch einfacher. Toll, super! Und ja, Leute, also ist das. Wenn man die Hände schüttelt, dann geht es auch schneller, wird die Durchblutung noch mal angeregt. Und ja. Ich hoffe, es ist noch 5 Minuten rum, bis ich auf Betriebstemperatur wieder bin und dann ziehe ich mich langsam um. Immer wenn ich im Wasser bin, dann seht ihr halt, dass ich nicht rede, ich meditiere, ich bin jetzt hier in Trance-Zustand und achte nur noch auf meine Atmung. Und alle Leute, die immer quatschen, das sind die, die immer am frühesten rausgehen. Weil man braucht natürlich den inneren Fokus darauf, dass der Körper auch heizt. Und wenn man abgelenkt ist und dauerhaft quasi spricht, während man im Wasser ist, dann lässt die Konzentration halt nach und der Körper, der kann halt nicht richtig arbeiten. Deswegen sollte man auch, wenn man ins Wasser geht, meiner Meinung nach wirklich nur für sich sein, Augen zu machen und meditativen Zustand annehmen und den Moment ja genießen. Ja, das war's, Leute. Jetzt sehen wir uns jetzt mal um. Peace und bis dann.